Du musst deine Energien weise einsetzen. Du wirst so viel persönliche Kraft in dir selbst entwickeln. Du gehst wie ein König, weil die Kraft in dir dich dazu bringt, so zu gehen. Wie weit ein Mensch in diesem Leben geht, materiell, spirituell oder in welche Dimension auch immer, hängt im Wesentlichen davon ab, mit wie viel Energie er knistern kann. Ja. Es gibt eine Vielzahl von Menschen mit viel Energie, aber es gibt keine Weisheit oder die notwendigen Systeme in ihnen selbst, um diese Energie in eine Art persönliche Kraft umzuwandeln. Bei Kraft geht es nicht um jemanden anderen. Bei Kraft geht es um dich. Wie viel potenzielle Macht du bist, bestimmt die Intensität und Tiefe deines Lebens und wie effektiv du in deinem Leben sein wirst. In welchem Bereich wir auch immer operieren wollen, wenn diese Kraft kommen soll, musst du deine Energien weise einsetzen. Energie kann zu Macht verdichtet werden, mit der notwendigen Weisheit und den notwendigen Werkzeugen, die wir einsetzen. Andernfalls kann die Energie einfach zerstreut werden, mit endloser Menge an Gedanken, endloser Menge an Reaktionen und Ängsten. Ich möchte, dass du dein tägliches Leben beobachtest. Eine einfache Sache. Nur sagen wir, wie viele Worte äußerst du an einem Tag? Zählst du nie? Oh, du solltest. Das solltest du. Mache morgen einfach eine Schätzung von morgens bis abends, wie viele Worte du sprichst. Übermorgen kürze sie um 50% und sage die gleichen Dinge. Du unterbrichst nicht die Kommunikation mit den Menschen, du kommunizierst immer noch, aber mit 50% der Wörter. Deine sprachlichen Fähigkeiten werden sich mit Sicherheit verbessern. Und du wirst sehen, dass du so viel persönliche Kraft in dir selbst entwickeln wirst. Schau, es gibt wissenschaftliche Beweise, die zeigen, dass mindestens 20% deiner Energie jetzt gerade, während du hier in einem erholsamen Zustand sitzt, von deinem Gehirn verbraucht wird. Wenn du das runterbringst, dass dein Gehirn nicht unnötig fluktuiert und, du weißt schon, ständig verrückt herumhüpft, wenn es lernt, still zu sein und nur das zu tun, was nötig ist, wird sich ein enormes Gefühl der persönlichen Kraft entwickeln. Das kannst du jetzt nicht mit deinem Verstand machen. Wenn du versuchst, es zu stoppen, wird er noch verrückter hüpfen. Mache es wenigstens mit deinem Körper. Deine Worte und deine körperlichen Bewegungen, reduziere sie um 50%. Wenn du dir dies anschauen willst, schau dir dies an. Wenn du dir jenes ansehen willst, sieh dir jenes an. Tu nicht das. Wenn du das mit deinem Körper und deinen Äußerungen tust, wird es anfangen, sich langsam auch in deinem Verstand zu manifestieren. Es wird keine unnötigen Dinge tun. Wenn du keine unnötigen Dinge erfährst, verwandelt sich die Energie, die du hast, langsam in potenzielle Macht. Also um das zu entwickeln, die Asanas, die du praktizierst, das Surya Namaskar, das du machst, wenn du es machst, oder was auch immer für andere Kriyas und andere Dinge, die du machst, sind im Wesentlichen dazu da, diese Kraft zu entwickeln. Die sollte nicht zerstreut werden durch unnötige Aktionen. Im Moment kannst du die Anzahl der Gedanken nicht kürzen, die du im Kopf hast. Das kann auch sein, wenn du nur einen Widerhall in dich hineinbringst, ein einfaches Mantra. Wenn dies hier verrückt abläuft, singe einfach eine Zeit lang, erzeuge einen gewissen Widerhall. Du wirst sehen, dass es eine enorme Menge an persönlicher Kraft erzeugen wird. Ohne diese Kraft in dir
wirst du Dimensionen des Lebens nicht durchbrechen. Das Leben im Moment für die meisten Menschen ist das Göttliche nur ein schriftliches Gebot. Es ist keine lebendige Erfahrung in ihrem Leben. Wenn es zu einer lebendigen Erfahrung werden soll, wenn etwas so Kraftvolles wie der Schöpfer in deine Erfahrung kommen soll, muss ein gewisses Gefühl der Kraft in dir vorhanden sein. Das muss immer verstanden werden. Bei Kraft geht es nicht um Beherrschung. Bei Kraft geht es darum, effektiv zu werden. Bei Kraft geht es darum, ermächtigt zu werden. Nur wenn du die Potenz dieser Kraft in dir trägst, gehst du durch dieses Leben. Es spielt keine Rolle, wo du in der Gesellschaft platziert bist. Es spielt weder finanziell noch materiell eine Rolle, wo du dich befindest. Du gehst wie ein König, weil die Kraft in dir dich dazu bringt, so zu gehen.